Moin. In der heutigen Basssektion habe ich mal drei verschiedene Blues-Turnarounds für euch, die ihr auf jeden Fall in eurem Vokabular haben solltet, ob ihr jetzt Blues-Bassisten seid oder nicht. Die drei Turnarounds möchte ich euch am Beispiel von einem Blues in A zeigen. Ihr könnt das dann natürlich auf andere Blues-Schemen übertragen. Wir gucken uns jetzt erstmal ein Standard-Blues-Schema, also eine Standard-Blues-Begleitung an. Die zeige ich euch jetzt erstmal und dann bauen wir die Turnarounds ein. Das Blues-Schema ist im Prinzip wie folgt. Wir spielen, da wir ja im Blues unterwegs sind, spielen wir einen Shuffle-Rhythmus. Das heißt, ihr spielt, halt, wenn ihr Achtelnoten seht, nicht in Achtelnoten denkt, sondern in Achteltriolen, alle Noten, die eben auf den Offbeat fallen, spielt ihr im Prinzip immer auf der letzten Triole. Zwar machen wir jetzt Folgendes, wir spielen von der 1 bis einschließlich zur 3 erstmal nur den Grundton vom Akkord, das wäre bei A7, wäre das dann der Ton A. Und auf der 3 spielen wir die kleine Terz und auf der 4 und gehen wir dann auf die große Terz. Ich spiele euch das mal vor, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das Ganze machen wir über D7, da gehen wir im Prinzip nur eine Seite rauf, spielen das dann von D aus. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Da kommen wieder zwei Takte A. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das Ganze über E ist im Prinzip wie über D, nur dass ihr in zwei Bünde höher geht, dass ihr bei E anfangt. 1, 2, 3, 4, dann kommt wieder D. 1, 2, 3, 4, A. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, dann sind wir wieder bei A. Was wir jetzt machen wollen, wir haben ja in den letzten vier Takten haben wir Folgendes. Da haben wir ja die Akkorde E7, D7, A7 und E7. Und wir wollen jetzt in Takt Nummer 11 und 12, das heißt in den letzten zwei Takten, in denen wir dann A7 und E7 spielen, einen Turnaround einbauen, damit das Ganze oder damit der Zuhörer weiß, okay, das ist das Ende und wir leiten damit dann im Prinzip wieder zum Anfang über. Und da habe ich dann drei verschiedene Turnarounds für euch. Legen wir los mit dem ersten. Der erste ist im Prinzip ein Turnaround, der aufsteigend ist. Ich spiele euch den erstmal vor, dann habt ihr den im Ohr. Ich spiele mal den, fange mal bei Takt Nummer 9 an und dann spiele ich in den Turnaround ein. Geht los. 3, 4. Da war dann der Turnaround. Und der Turnaround funktioniert wie folgt. Wir fangen bei A7, fangen wir an mit dem A, das spielen wir zweimal. 1, also im Prinzip auf der 1 und der und von der 1. Dann gehen wir ins vierte Bund auf der D-Seite, auf der A-Seite, Entschuldigung. Spielen auch den Ton zweimal, also 2 und. Dann ins fünfte Bund, 3 und. Ins sechste Bund, 4 und. Da hört ihr schon die Spannung. Und dann sind wir auf der 1, im Prinzip auf dem E und spielen dann nochmal chromatische Annäherung an das E, eine doppelte chromatische. Das heißt, der Turnaround wäre wie folgt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das ist eine aufsteigende Figur, weil hier nämlich der Turnaround nach oben geht. Ein anderes Beispiel wäre, dass wir einen absteigenden Turnaround spielen. Das wäre dann Beispiel Nummer 2. Den bauen wir auch wieder an der gleichen Stelle ein. Ich spiele wieder vom Takt Nummer 9 aus, damit ihr das Ganze im Zusammenhang hört. Geht los. 3, 4. Da haben wir jetzt Folgendes gemacht. Wir haben wieder auf dem im Takt Nummer 11 auf dem A angefangen, also auf der 1 haben wir das A gespielt, 1 und, dann sind wir ins dritte Bund gegangen, 2 und, zweites Bund auf der 3 und der und von der 3, 4 und im ersten Bund und dann spielen wir die leere E-Seite auf der 1 und dann, also auf der 1 von Takt 12, kommen wieder diese chromatische Annäherung von vorher. Das heißt, zusammen wäre das wie folgt, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
her. Und diese leere E-Seite, das könnt ihr ganz gut nutzen, weil ihr seid ja hier im Prinzip dann in der ersten Lage und müsst dann in die fünfte Lage oder die, je nachdem was für einen Fingersatz ihr nehmt, fünfte Lage oder vierte Lage. Und wenn ihr dann die leere E-Seite spielt, könnt ihr das ganz gut nutzen, um einen Lagenwechsel zu machen. Und das wäre dann ein Turnaround, der im Prinzip absteigend ist, weil beim ersten hatten wir eine aufsteigende Figur und jetzt haben wir eine absteigende Figur. Der nächste Turnaround, und zwar der letzte Turnaround, den ich euch jetzt zeigen möchte, der spielt so ein bisschen geht nochmal genauer auf die Akkorde ein. Ich spiele euch das Ding jetzt erstmal vor und dann zeige ich genau, was da passiert. Geht los. 3, 4. Ich nehme den Turnaround mal auseinander für euch. Und zwar machen wir bei dem Turnaround Folgendes. Wir spielen im Prinzip die Akkorde aus. Und zwar den ersten, den vierten und den fünften Akkord. Der erste Akkord ist der A7-Akkord, der vierte der D7 und der fünfte der E7-Akkord. Und wir machen Folgendes, dass wir im Prinzip sagen, wir spielen im Takt Nummer 11 nochmal den A7, den D7-Akkord und im Takt Nummer 12 auch nochmal den A7 und dann den E7-Akkord. Ich habe da noch ein paar Annäherungsnoten eingebaut. Würde ich die nicht reinbauen, hätten wir Folgendes. Hätten wir A7 im Takt 11, 1, 2, dann D, 3, 4, dann im Takt Nummer 12 nochmal A, 1, 2, und dann geht es aufs E7. Das heißt, wir hätten A, D, A, E. Das wären die Akkorde, die wir hatten. Was ich jetzt noch gemacht habe, um das noch ein bisschen abzuwandeln, ist, dass ich eine chromatische Annäherung an das D und das A gesetzt habe. Das heißt, ich habe jetzt nicht gespielt 1, 2, 3, 4, 1, sondern bevor der Wechsel kommt auf den Akkord, habe ich vorher einen Annäherungston gespielt, und zwar von oben, also von oberhalb, von unterhalb, Entschuldigung. Das heißt, ich habe Folgendes gespielt, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Und an dieser Annäherung an das E hat sich nichts geändert. Nochmal, 1, 2, Annäherung, 3, 4. Akkord, Annäherung, 1. Akkord wieder. Und dann kommt die Annäherung an das E7. Das heißt, zusammen wäre das wie folgt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dann seid ihr wieder beim A. Das ist ein ganz cooler Turnaround, weil, wie gesagt, er bezieht die Akkorde ein und mit dem könnt ihr natürlich auch noch viel mehr machen. Da könnt ihr noch Motive mit einbauen, könnt andere Annäherungen mit einbauen, also vielleicht eine Annäherung von oberhalb oder eine doppelte chromatische Annäherung. Es geht nur darum, dass man in dieser Art von Turnaround einfach versucht, nochmal die Akkorde, die jetzt in diesem Blues drin vorkommen, also erste, vierte und fünfte Akkord, dass man versucht, die nochmal mit in den Turnaround einzubeziehen. Zum Üben jetzt wieder ein paar Tipps für euch. Also erstmal würde ich versuchen, das Blues-Schema nachzuspielen, damit ihr erstmal ein Blues-Schema an der Hand habt. Falls ihr noch kein Blues-Schema kennt, wenn ihr jetzt fortgeschritten seid und auch schon öfter Blues gespielt habt, müsst ihr das nicht unbedingt nachspielen. Falls ihr es vielleicht schon kennt, wenn ihr es noch nicht kennt, baut das einfach, spielt das mal nach. Das ist eigentlich ein cooles Blues-Schema, das man immer mal benutzen kann. Und dann fangt ihr an, diese Turnarounds mit einzubauen. Und zwar den ersten, den aufsteigenden Turnaround, den zweiten, der absteigend war, und den dritten Turnaround, der die Akkorde mit einbezogen hat. Und damit habt ihr im Prinzip schon wirklich drei verschiedene Möglichkeiten, die euch sehr flexibel machen, was das Spielen mit Turnarounds betrifft. Und da könnt ihr natürlich noch versuchen, die vielleicht so ein bisschen abzuändern. Also es funktioniert speziell bei denen mit den Akkorden ganz gut. Es gibt aber noch viele Variationen bei den Turnarounds, die absteigend und die aufsteigend sind. Die jetzt alle vorzustellen, wird natürlich den Rahmen sprengen, aber ihr könnt euch, wenn ihr da Interesse dran habt, könnt ihr euch einfach Blues-Bassisten anhören und gucken, wie die ihre Turnaround spielen. Da könnt ihr schon mal einordnen, okay, der spielt eine absteigende Figur und guckt dann genau, spielt er dann die gleiche Figur, die ich euch jetzt gezeigt habe, oder ist es vielleicht eine andere Figur. Manchmal sind da nur so kleine Nuancen, die sich ändern, aber das hilft euch dann schon so ein bisschen Variation in diese bestehenden Turnarounds mit einzubringen. Und das ist dann im Prinzip so, dass ihr das nicht komplett neu lernen müsst, mal wie so ein absteigender Turnaround, sondern ihr nehmt das, was ihr jetzt habt, als Basis und baut dann so kleine Variationen ein, was dann sich wirklich positiv auf euer Bassspiel auswirkt. Und dann solltet ihr natürlich noch was machen, was nicht immer Spaß macht, aber ihr solltet versuchen, das Ganze in verschiedenen Tonarten
zu spielen. Wir haben das Ganze jetzt in A gespielt. Ihr solltet das auch in anderen Tonarten, also meinetwegen in G, in E, also wirklich in den gängigen Tonarten, mit denen ihr im Blues konfrontiert seid, da solltet ihr einfach diese Turnarounds parat haben. Das macht jetzt keinen Sinn zu sagen, gut, ich habe 3 Turnarounds für den Blues in A, aber für den anderen Blues, für meinetwegen jetzt G oder F, habe ich keine parat. Das macht überhaupt keinen Sinn. Von daher nehmt einfach das, was ihr dann habt, also diese Turnarounds, transponiert die und baut die dann in andere Blues-Schemen ein. Weil das hilft euch auch, erstmal, klar, braucht ihr nicht neues Vokabular wieder für jede Tonart lernen. Und wenn ihr es noch nicht könnt, lernt ihr zu transponieren. Das ist nämlich eine Sache, die wir als Musiker immer brauchen, wenn wir dann mit Sängern oder mit Sängerinnen zusammenarbeiten, weil das häufiger vorkommt, dass wir dann transponieren müssen. Wie dem auch sei, versucht da mal so ein bisschen mit zu arbeiten. Wenn ihr Fragen haben solltet, gerne bei mir in den Kommentaren posten und PDF-Dokument gibt es bei mir wieder auf der Homepage zum Download. Alles klar, sehe ich euch nächste Woche zu einer neuen Lektion. Bis dahin, ciao.